Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Monkey Island. Im letzten Part haben wir uns so ein bisschen hier den Anfang angeschaut. Wir haben die erste Quest in Anführungsstrichen angenommen, um ein Pirat zu werden, dass wir die drei Prüfungen machen müssen. Wir haben hier mit Leuten geredet. Wir hatten technische Schwierigkeiten. Ich habe die technischen Schwierigkeiten soweit relativ gut in den Griff gekriegt. Ich habe das Spiel allgemein etwas lauter gemacht. Jetzt haben wir halt auch lautere Hintergrundgeräusche, aber ich denke, das ist okay. Es geht ja hauptsächlich darum, dass man halt die Gespräche ganz gut versteht. Weil das habe ich in meinen vorherigen Videos, beziehungsweise in den anfänglichen Videos, die ich gemacht habe, habe ich das sehr oft verkackt, dass ich halt relativ laut war, aber das Spiel halt relativ leise. Ich lerne immer noch, ich bin immer noch ein Kacknoob, ihr kennt mich, ist alles in Ordnung, wir kriegen das hin. Easy peasy. So, jetzt schauen wir uns hier mal um. Schild. Ye old rubber chicken with a pulley in the middle shop. Gummihuhn mit Karabinerhaken. I've been serving a rubber chicken with a pulley in the middle needs for over 50 years. Ich will da rein. Kann ich da rein? Kann ich nicht rein. Okay. Da ist eine Tür, da ist eine Tür und hier ist auch eine Tür. Da gehen wir rein, weil hier sieht das cool aus. Wie er einfach so perspektivisch so unglaublich klein wird. Oh. Du. Poor chickens. Arme Hühnchen. Statue. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Voodoo-nippus. Let's see. There's a jar of bat drippings, a box that says assorted scales, a shaker full of monkey flakes, Affenschuppen. And some cat knuckles. Katzenknöchel. Cat knuckles. How barbaric. Funny, wie klein müssen die sein. Noch mehr Hühner. Poor chickens. Poor chickens. Körbe. Gee, I wonder what's in these baskets. Können wir die aufmachen? Öffnen? Actually, I'm not that curious to find out what's inside. Oh, ich schon. Also mach es. Poisonous snakes. Na. Korb? Das ist eine Kiste. I think I hear slithering inside. Geil. Aufmachen. No thanks. Something will probably jump out and bite me. Bite me. Hühner. Hmm. A rubber chicken with a pulley in the middle. What possible use could that have? Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Maybe no one will miss just this one thing. Haben wir noch Knochen? Poor little thing. Armes kleines Ding. Whatever it was. Was auch immer es war. Das ist auch schön. Truhe. Probably got a body in it. Natürlich. Öffnen? 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 No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Ich finde das cool. Was haben wir hier? Hi! What may I help you with, son? Ich heiße Guybrush. Ich bin Pirat. Wie viel für dieses witzige Hühnchen? Lesen Sie aus der Hand? Werde ich steinreich? Lauschiges Plätzchen. Leider muss ich gehen. Wait. Okay. Don't say anything. I can sense your name is Guybrush. Guybrush knows hair. Nope. No, no. Threepwood. Yes. Guybrush Threepwood. Am I not right? Stark. Haben Sie noch andere Tricks? Wow, that was amazing. Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. Wie viel für dieses witzige Hühnchen? Ah, I sense the guilt of stealing my chicken grows. Take it. It's yours. Geil. Why don't you want it? Is it jinxed with an ancient voodoo curse? No. The pulley squeaks. Der Haken quietscht, das ist auch schön. So, my mind reading skills tell me it is your future you are interested in. Oh ja. Are you certain this is something you really wish to know? Ja. Yes, tell me everything that's gonna happen to me. I am getting a vision. I see you taking a voyage, a long voyage. I see you captaining a ship. Yeah. Nice. I see. What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see you inside the giant monkey. Gross. Ew. Wait.
It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. You will learn things better left unlearned. What kind of things? I hate surprises. No. The time is not right to know. When you know your purpose, come see me. I will let you know then. Yikes! Okay, bye. Sehr gut. Raus hier. Okay, was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben einen Huhn. Untersuchprotokoll. There sure are a lot of spelling errors. Okay. Geh zur Tür. Kann man da rein? Da zur Tür. Ah, jetzt komme ich da hinten wieder raus. Okay. Jetzt gehen wir da durch die Tür und kommen hier wieder raus. Okay, dann gehen wir... Nein, wir... 10 Uhr. Sieht eher aus wie 11. Na gut. Wir gehen einfach mal weiter. Was haben wir hier? Okay, da will jemand was von uns. Ich gehe da einfach mal hin. Hello? Hallo? Anybody in here? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Ja, und Leuten, die sich von hinten anschleichen, könnten auch etwas passieren. Yeah, and bad things happen to people who sneak up on other people from behind. So, you're gonna give me a little attitude, huh? I'd better get your name. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat, neu in der Stadt und ich wollte gerade gehen. I'm Guybrush Threepwood, and I'm new in town. Listen, Peepwood. Threepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Ich nicht. Okay, jetzt sehen wir uns erstmal ein bisschen um. Schild. Employees only. Hm. Okay. Nur für Angestellte. Kann ich hier weiter? Ich kann hier nicht weiter. Kann ich da rein? Nein. Zirkus. Oh, a circus! I love a circus! Ja, Mann! Gehen wir hin. Schauen wir uns auf jeden Fall an. So, ich wollte jetzt hier aber in diesen... Ja, ist das ein Laden? Ist das ein Haus? Was ist das? Geh mal rein. Ahoy there, fancy pants. Ahoy! Hi! What do you want? Ich sehe mich nur mal um. I think I'd just like to browse. Okay. Wake me up if you need anything. Also er könnte uns theoretisch... Warte. What do you want? Hi. Suche den Schwertmeister. I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. The Swordmaster of Melee Island? Now, I don't know. See, nobody knows the whereabouts of her secret hideout. Nobody except me. I'd have to go and ask her if it's okay to show you the way. I guess I could hike all the way over there. Once. Be right back. Okay, bye. And don't touch anything! Nö. Ring bell for service. Whoa. It never fails. A step away from the counter for 2 seconds and some idiot's already ringing that stupid bell. The Swordmaster says you can jump in the lake, by the way. What do you want?
Okay, wenn er losgeht, kann ich sonst Sachen klauen? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? I guess I could hike all the way over there again. Be right back. Okay. And don't touch anything. And don't touch anything. Hier haben wir ein Schwert. Slashmaster. When you want a sword as sharp as your wit. Okay. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Da ist ein Tresor. Okay, erstmal nur das Schwert. Ich hab nix. Fuck. Looking for a sword, master, are ya? Looking for a little five-finger discount, it looks like to me. See if I ever trust you again, devious little shoplifting weasel boy. Maybe you'd like to pay for that? Wie viel? About this sword. Yeah, what about it? Wie viel? How much is it? That's 100 pieces of 8. Take it or leave it. Oh, das ist aber viel zu teuer. Ich I don't have enough money. Figures. Now how else do you want to waste my time? Gar nicht, geh jetzt einfach weg. I think I'd just like to browse. Obwohl, warte mal. Ja, warte. What do you want? Ja. I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Ja, immer noch. Ja, sie will dich nicht sehen. Yeah, like I'm gonna fall for that one again. Nein, wirklich. Oh, please. Oh, please. I won't steal anything this time, I promise. I guess I could hike all the way over there. Again. Be right back. Ja, warte, diesmal verfolgen wir ihn aber mal. I've got my eyes on you, Weasel Boy. Weasel Boy. Try anything. So, wir folgen ihm einfach mal. Er geht da lang. Da. Er geht da lang. Da. Hinterher. Guybrush, lauf. Nimm die Beine in die Hand. Oh, er geht an der Scamba vorbei. Und über den Steg. An dem Plakat vorbei. Und dann jetzt hier hoch. Genau. Ich sehe ihn da hinten rennen. So. Dann gehe zu Fahrt. Jetzt bin ich lost. Müsste er jetzt nicht hier eigentlich auftauchen? Richtung. Ich glaube hier. Nee, das ist der andere. Jetzt habe ich ihn verpennt. Shit. Oh, ich hab ihn! Oh, yes! I'm a pro player. Immer hinterher. Oh yeah. Immer weiter, yeah. Oh, da lang. Schneller, Guybrush, schneller! Jetzt da hoch. So ein Labyrinth hier. Okay. Gut zu wissen. Hinterher. Und da ist das Haus der Schwertmeisterin. Woo! Erstes Rätsel gelöst. I better just stay back here and eavesdrop. Wie kannst du so weit lauschen? Hello again, Carla. Hi, Carla. I thought I told you to get lost. Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Yeah, I guess so. Well, cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Someone might follow you, and then I'd become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram.
Nice. Sehr gut. Jetzt haben wir die Schwertmeisterin aufgedeckt, sage ich jetzt mal. Können wir mit ihr reden? Hallo! Mein Name ist Skyra Streetbrood. How dare you approach the Swordmaster without permission, which I surely didn't give you. Bitte um Verzeihung. Hi, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. I beg your pardon. I must talk to you. I doubt that. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. But as you have no sword, I doubt you're really serious. Ich kann nicht ins Gesicht schlagen. Gilt das auch? Ja gut, aber wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo sie ist und wir müssen dem alten Typen nicht wieder durch die ganze Welt folgen. Das ist halt ganz, ganz gut. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht durch das Labyrinth irgendwie auch wieder rauskommen. Das wäre irgendwie ziemlich ungeil. Nee, sehr gut. Tatsächlich, das ist die Schildmeisterin. Jetzt können wir da einfach nur hoch. Sehr schön. Wir gehen zurück zum Dorf. Sehr gut. Ja, das war Rätsel Nummer 1. Wir sind gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo die Musik gerade herkommt. Ich kenne sie auf jeden Fall. Und sie ist in meinem Kopf drin. Ich weiß aber nicht, aus welchem Game das ist. Dann gehen wir mal hier in die Kathedrale rein. Bisschen gruselig. Aber hier können wir... Ausgang, Ausgang. Hier können wir nichts machen. Gut, dann kommen wir später wieder. Gefängnis. Zelle untersuchen. It's locked. It's locked. Gefangener. Hi. You gotta get me out of here. Nö. I'm a victim of society. Mhm. Not to mention halitosis. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Okay, also müssen wir ihnen irgendwie ein Pfefferminz oder sowas geben oder Mundwasser, bevor wir mit ihm reden. Weil Guybrush ist sich zu etepetete, um mit solchen Leuten zu reden, die aus dem Mund stinken. Sehr gut. Ah, hier ist die Mansion von der Gouverneurin. Gouverneur. Ah, das sind die Piranha-Hunde. Piranha-Pudel! Oh mein Gott, tödliche Piranha-Pudel. Möchte, dass du... I don't think I can get past sie anschaust. Ja. I don't think I can get past. Ach ja, okay. Kann ich sie mitnehmen? Kann ich sie... I can't pick that up. Das kann ich nicht nehmen! Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Wo kommt die Musik her? Ich weiß es gerade echt nicht, aus welchem Game das ist. Das ist aus irgendeinem Spiel, ist das, was ich sehr viel gespielt habe. Weil ich weiß gerade ums Verrecken nicht, welches das ist. So, dann gehen wir jetzt wieder auf die Hauptkarte. Obwohl, die Folge ist eigentlich so gut wie vorbei. Dann, ja, wir können ja nochmal nach vorne hier laufen, zur Scamba. Uns nochmal den Vogel anschauen, genau. Wir können ja auf den Aussichtspunkt hinlaufen und dann machen wir da für heute Ende. Wir haben einiges geschafft. Wir haben uns mit Leuten unterhalten, mit seltsamen Leuten. Wir haben die Schwertmeisterin gefunden, sodass wir das später nicht mehr machen brauchen. Auch wenn wir jetzt halt noch kein Schwert haben. Wir brauchen halt echt Geld. Wir brauchen Geld. Ich habe kein Geld. Brr.
Wie im wahren Leben. So. Hier ist doch schön mit dem Feuer. Mit dem Sternenhimmel. So, dann vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Monkey Island. Ich bin Whitey und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.